Hallo und willkommen zu einem weiteren Gaming Guide. Und zwar spielen wir diesmal das Game Unpacking. Unpacking ist momentan frei für PlayStation Plus Nutzer im Katalog verfügbar. Und das Besondere, ihr könnt ja gleich zweimal Platin absahnen. Bevor wir aber spielen können, werden wir erst einmal ein paar Einstellungen noch vornehmen, und zwar in der Barrierefreiheit, denn wir setzen den Haken auf Platzierungen überall erlauben und bestätigen diese Meldung mit Ja. Anschließend können wir auch gleich in das Game hineingehen und werden unserem Buch noch einen Namen geben. Und da sind wir angekommen, in unserem Zimmer im Jahr 1997. Und was machen wir als erstes? Ja, wir schauen uns den Raum an und müssen Kisten auspacken. Das natürlich habe ich hier alles für euch übersprungen. Und hier seht ihr jetzt diesen Fotoapparat, den platzieren wir hier einfach. Und siehe da, wir bekommen schon den ersten Erfolg. Schaffe Erinnerungen. Und was machen wir als nächstes? Ja, wir packen erstmal weiter aus. Hier seht ihr mein fertiges Zimmer. Und jetzt nehmen wir uns als nächstes hier unten diesen netten kleinen Würfel. Und den brauchen wir nämlich, um ihn zu lösen. Das machen wir, indem wir ihn hier vergrößern. Hier muss ich selber erst mal ganz kurz gucken, wie war das jetzt mit dem Vergrößern hier. Okay, das war so. Und dann müssen wir nämlich von diesen Würfeln die Farben verändern. Und damit, okay, jetzt mit der Kreistaste machen wir das. Und das machen wir so lange, bis der Würfel gelöst ist. Und ist er gelöst wie jetzt, da geht der Umschlag auf und wir haben auch schon unsere nächste Trophy. Löse ein Rätsel. Und nun müssen wir noch da oben das nette Radio anmachen. Ebenso mit der Kreistaste. Und dann haben wir auch schon wieder, ja, eine weitere Trophäe, die, was wir hier freigeschaltet haben. Mach die Musik an. Und jetzt sind wir hier, nachdem ich hier die Kamera abgestellt habe, fertig und können nun unten rechts auf den Stern gehen und holen uns dann hier die letzte Trophäe in diesem Level. Da geht der Umschlag auf und wir bekommen der Anfang. Jawohl, der Anfang ist gemacht. Unser erstes Zimmer ist somit fertig und wir gehen gleich weiter ins nächste Jahr. 2004. So, wir schauen uns wieder alle Zimmer an. Und hier ist es ganz wichtig, hier müssen wir jeweils in den Bädern einmal die Klospülung betätigen. Und hier sehen wir auch schon das Bad. Erstmal die Räume für euch, dass ihr es alle seht. Und jetzt gehen wir zurück ins Bad und werden hier erstmal die Klospülung einmal betätigen. Und nachdem wir das gemacht haben, machen wir genau das, was jeder macht, wenn man frisch eingezogen ist. Wir müssen nämlich alles auspacken. Und das habe ich hier natürlich übersprungen. Ich denke, das sollte Selbstlernen sein. Und jetzt unten geht schon wieder der nette Stern auf. Und hier oben sehen wir schon die Figur. Und da müssen wir drauf gehen. Und wenn wir drauf sind, drücken wir die X-Taste. Und dann können wir mit der Kreistaste diese Figur hier bewegen. Und das machen wir. Und da geht unten links der Umschlag auf. Und wir bekommen die nächste Trophy, die wir uns gleich hier mitnehmen.
als nächstes können wir hier sehen, ein Toaster. Ja, und wo sollte man mit dem Toaster nicht hin? Ins Wasser. Somit stellen wir ihn hier ab und holen uns gleich die nächste Trophäe. Und das ist nämlich gefährlicher Strom. So ist es. Solche Geräte haben in der Nähe vom Wasser nichts verloren. Und nun gehen wir in die Küche. Ich stelle hier erst einmal den Toaster ab. Und hier diese Keksdose, die müssen wir außer Reichweite stellen. Und das geht natürlich am allerbesten, indem wir die Dose hier oben hinstellen. Ganz hoch. Und da geht auch schon der Umschlag auf. Und wir bekommen unsere nächste Trophy. Alles in Maßen, so soll sein. Man soll nicht zu viel Kekse fordern. Das alles in Maßen, so soll sein. Und jetzt haben wir hier auch alles gemacht, was wir machen mussten. Und nun schauen wir uns nochmal die Räume an. Und dann können wir hier unten wieder auf den Stern klicken. Und auch hier bekommen wir wieder eine Trophäe. Helles Köpfchen. Und damit gehen wir gleich ins nächste Jahr. Angekommen im Jahr 2007. Ja, unsere Wohnung hat sich vergrößert. Man kann sehen, die Jahre vergehen und es wird immer mehr Gepäck. Hier wieder ein Klo. Ganz wichtig. So, das sind erstmal alle Räume hier unausgepackt. Und jetzt gehen wir als erstes ins Bad. Und was machen wir im Bad? Jawohl, wir betätigen wieder die Klospülung. So, und jetzt, wo wir die Klospülung betätigt haben, müssen wir natürlich alles wieder ausgepackt haben. Das habe ich ja schon gemacht. Und hier haben wir dann diese schöne grüne Mütze und die setzen wir hier der Puppe hier oben auf den Kopf. Und dafür bekommen wir nämlich dann schon die nächste Trophy. Und das ist Hut auf. Steht ihm sogar recht gut. Dann gehen wir hier zurück ins Wohnzimmer. Ihr seht, hier ist noch nicht alles ausgepackt. Aber hier diese Spielkonsole, die schließen wir jetzt an. Weil auch dafür bekommen wir eine Trophy, wenn wir die nämlich jetzt hier anschalten. Geht der Umschlag auf. Und das Spiel beginnt. Damit wäre auch dieser Erfolg hier erledigt. Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Räume hier an. Alle eingeräumt. Und damit gehen wir wieder unten auf unseren Stern und haben auch dieses Kapitel hier abgeschlossen. Die Gefährten, die nächste Trophy. Und damit gehen wir wieder in das nächste Jahr. Angekommen im Jahr 2010. Wir haben uns wieder mal vergrößert. Die Zeit vergeht rasend schnell. Wir werfen wieder einen Blick in alle Räume. Hier auch wieder eine Toilette.
eine nicht ganz aufgeräumte Küche, aber das ist ja auch vollkommen normal. Wir sind frisch eingezogen und nun ist alles wieder schön eingeräumt und wir betätigen als erstes wieder die Klospülung. Das ist ganz wichtig, weil auch dafür gibt es eine Trophy am Ende. Dann hier in der Küche machen wir uns jetzt einen Kaffee und dazu brauchen wir mehrere Dinge. Die Kaffeemaschine, einen Mixer, ein Kännchen, eine Tasse und so weiter und so weiter. Ihr seht es ja hier im Video, ich tue hier alles auf den Tisch stellen, was wir hier brauchen, um den Kaffee zu machen. Und natürlich um auch den Kaffee. Das ist ganz wichtig, ohne den funktioniert hier gar nichts. So, und dann hier geht der Umschlag auf und wir bekommen die nächste Trophy. Zeit für eine Kaffeepause. Ja, da bin ich mir dabei. Nach den ganzen Auspacken bekommt man dann doch mal Durst. Und hier im Schlafzimmer müssen wir als nächstes unsere Unterhosen alle in eine Schublade ablegen. Das machen wir natürlich, denn es soll ja auch stets sortiert sein. Wir wollen ja auch möglichst in unserem eigenen Zuhause alles ordentlich verstaut haben. So findet man es schneller und muss nicht immer herumwühlen. So, dann nehmen wir die noch. Und alle Unterhosen sind in der Schublade drin. Und somit haben wir die Trophy. Keine losen Unterhosen. So soll es sein. Und nun schauen wir uns die Räume nochmal an. Alle eingeräumt. Das war's. Wir gehen wieder auf den Stern und erhalten eine weitere Trophy. Einfach cool, ja? Die Wohnung sieht ganz gut aus. Weiter ins nächste Jahr. Angekommen in 2012. Ja, wir erinnern uns. Aber in dieser Einrichtung gibt es nur eine einzige Trophy. Denn hier in diesem Bad gibt es mal kein WC, was wir spielen können. Deshalb machen wir hier nur den Schrank auf. Und in dem Schrank befindet sich ein Poster. Und damit an die Wand damit. Und da kommt auch schon die Trophäe. Kindheitserinnerungen. Jawohl. Das Zimmer kommt uns bekannt vor. Und natürlich packen wir jetzt wieder alles aus. So sieht es dann aus. Eingeräumtes Bad, eingeräumtes Zimmer und nun wieder auf den Stern. Und abgeschlossen ist auch dieses Objekt. Wir bekommen Hausmannskost und damit gehen wir gleich ins nächste Jahr, nämlich in das Jahr 2013, ja, wir haben uns wieder mal vergrößert und auch hier gibt es den einen und anderen Erfolg, den wir uns jetzt hier gleich mitnehmen werden. Aber als erstes
gilt wie immer. Hier ist wieder ein Klo. Und auch bei diesem Klo dürfen wir nicht vergessen, die Spülung zu betätigen. So, wir fangen hier an in der Küche und nehmen uns erstmal die Mikrowelle. Die stellen wir hier hin, nachdem wir alles eingeräumt haben. Und ja, drücken so lange jetzt die Kreistaste hier bis, ich glaube, 12 Uhr stand bei mir. Ob das der Timer oder die Uhr ist, keine Ahnung. Fakt ist, es ist Punkt 12 Uhr. Es ist Zeit für Mittagessen. So, alle Mann an den Tisch. Und jetzt wird es schwer. Wir müssen nämlich noch eine Rechenaufgabe lösen, denn ja, Mathe ist nicht ganz so einfach. Natürlich merke ich gerade, oh Mann, das wird nichts so. Da fehlt noch ein bisschen Platz. Aber das kriegen wir hin, denn wir rechnen 1 plus 2 ist gleich 3. Und damit haben wir auch schon wieder eine Trophy freigeschaltet. Genial gelöst, jawohl. Die Aufgabe war sehr schwer, die war echt knifflig. Puh, hat mich echt in Schwitzen gebracht hier. Und jetzt zum Klo und da betätigen wir die Spülung. Und nachdem das gemacht ist, schauen wir ins Schlafzimmer, in das Arbeitszimmer, in die Küche, ins Wohnzimmer. Alles eingeräumt und anschließend gehen wir wieder auf den Stern und bekommen eine weitere Trophy. Unabhängigkeit, jawohl, wir sind unabhängig, wir sind größer geworden. Ja, und gehen ins nächste Jahr. 2015, die gleiche Wohnung noch. Das eine oder andere ist dazugekommen. Wir schauen uns die Räume wieder an. Und hier, Klospülung. Ja, ich habe sie nochmal mit betätigt. Schlafzimmer. Arbeitszimmer. Und in der Küche ist auch noch was dazugekommen. Aber als erstes nehmen wir uns die Blumen hier vor. Denn wir müssen die Blumen platzieren. Für unsere nächste Trophy. Und das machen wir hier auch. Damit das hier alles ein bisschen gemütlich wirkt. In unserem Zuhause. In der Küche haben wir auch noch so eine Reihe mit Blumentöpfe drin. Dann hier im Bad. Stellen wir noch hin. Im Schlafzimmer haben wir auch noch Pflanzen. Und auch die stellen wir auf unseren Nachtschrank. Und da ist auch schon der Umschlag, der uns die Trophy bringt. Grüner Daumen, ja, den haben wir. Wir wussten genau, wo sich die Blumen hier am besten machen. Wo es halt echt am schönsten aussieht. Und nun gehen wir ins Schlafzimmer, nehmen das Schweinchen und hier den Tiger, setzen die nebeneinander und bekommen wieder eine Trophy. Flauschige Freunde. Ja, und werfen noch einen Blick auf die eingeräumten Räume. Und wie ihr die einräumt, ist ja letztendlich allein euch überlassen. Hauptsache, die ganzen Sachen sind ausgepackt und verstaut. Und nun gehen wir wieder auf den Stern und holen uns eine weitere Trophäe. Liebe.
und damit ins nächste Jahr. 2018. Ja, Leute, wir haben unser eigenes Haus. Es hat sich viel getan. Und hier müssen wir jetzt nicht mehr ganz so viel machen. Wir werfen einen Blick auf die Räume, denn hier gibt es gleich zwei Bäder mit jeweils einem Klo. Und als erstes betätigen wir hier die erste Klospülung. Gehen dann weiter in den Räumen voran. Dort haben wir wieder eine Klospülung, die betätigen wir. Und dafür kriegen wir eine Trophy. Spüle nicht vergessen, so ist es. Macht keine guten Gerüche. Also immer stets spülen. Und jetzt müssen wir nur noch ein was tun. Im Kinderzimmer einen Turm bauen und anschließend alles auspacken, einräumen. Ja, und das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon hier. Mehr ist da hier gar nicht zu tun. Und wenn ihr das alles erledigt habt, bekommt ihr dann am Ende hier die Platin. Circa vom Zeitaufwand her, ja, vielleicht 2 Stunden, je nachdem, wie schnell der eine oder andere ist. Hier seht ihr es, der Turm ist gebaut und da kommt auch schon die Trophy. Und jetzt wird noch die Wohnung eingeräumt und dann ist die Platin auch schon euer. Ja, ich bedanke mich bei euch für euer Interesse, fürs Zuschauen hier. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, lasst gerne den Daumen nach oben da und gerne auch ein Abo, damit ihr hier kein weiteres Video mehr verpasst. Ich verabschiede mich und sage ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.